In unserem heutigen Podcast-Tipp werden die Geschichten derer erzählt, die oft nicht genug gehört werden. Es geht um die Rechte von Frauen und queeren Menschen. Rechte, die bedroht werden. Vom Antifeminismus zum Beispiel. Aber warum? Informationen über die Hintergründe und Gefahren bekommt ihr in diesem Podcast. Mit dem Ziel, dass ihr nach dem Hören verbreitete Narrative enttarnen könnt. Dass ihr versteht, wie sich AkteurInnen international vernetzen und finanziell unterstützen. Und was wir tun können, um antifeministischen Tendenzen, die längst auch in politischen Institutionen wie der EU und der UN angekommen sind, etwas entgegenzusetzen. Das ist die Journalistin Franziska Walser. Ihr hört den Podcast von Detektor FM und heute empfehlen wir euch Our Voices, Our Choices, die geschlechterpolitische Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung. Weltweit müssen viele Frauen und queere Menschen für etwas kämpfen, das eigentlich selbstverständlich sein sollte. Menschenrechte. Wer nicht cis, männlich und hetero ist, erlebt häufiger Anfeindungen aufgrund des eigenen Geschlechts, der Geschlechtsidentität und der sexuellen Orientierung. Die Podcast-Reihe Our Voices, Our Choices gibt den betroffenen Frauen und queeren Personen eine Stimme. In den Podcast-Folgen geht es um geschlechterpolitische Themen wie geschlechtsspezifische Gewalt, reproduktive Rechte, das binäre Geschlechterverständnis oder eben Antifeminismus. Die Journalistin und Co-Host Franziska Walser erklärt, wie gefährlich antifeministische Bewegungen sind. Antifeministische Ideologien bilden eine Brücke zwischen Rechtspopulisten und religiösen Fundamentalisten und reichen bis in die Mitte der Gesellschaft hinein. Die Ausbreitung und Institutionalisierung dieser Bewegung bedroht nicht nur die Rechte von Frauen und LGBTIQ+-Personen, sie ist zutiefst demokratiefeindlich. Hier in dieser ersten Folge versuche ich mit der Unterstützung von ExpertInnen, rote Fäden durch das erstmal undurchdringlich scheinende Geflecht der einzelnen AkteurInnen und Bewegungen zu ziehen. Welche Narrative kehren immer wieder? Warum sind sie so erfolgreich? Welche Mobilisierungsformen und Strategien haben dazu geführt, dass mit Angriffen auf Menschenrechte und Geschlechtergleichheit Wahlen gewonnen werden können? Diese Fragen beantwortet unter anderem die Buchautorin und Journalistin Susanne Kaiser, eine der erwähnten ExpertInnen im Podcast. Sie gibt einen Einblick, wie antifeministische Gruppen neue Leute mobilisieren. Man tut erst so, als gäbe es ein bestimmtes Establishment. Das kann natürlich Kapitalismus sein, ne? Das kann eine Regierung sein, können mächtige Frauen sein. Ne? Da wird einfach so ein Pappkamerad aufgebaut, den es aber gar nicht gibt. Und dann wird dagegen agitiert. Und das ist das, wie sich Menschen, die eigentlich in einer total privilegierten Position sind, zu Underdogs machen und aus einer Underdog-Position heraus so tut, als wäre man eigentlich so eine Art Widerstandskämpferin. Beim Erklären der antifeministischen Narrative bleibt es allerdings nicht. Zum Oberthema Antifeminismus gibt es noch zwei weitere Episoden, die noch andere Aspekte von Antifeminismus beleuchten. Die zweite Folge hostet die Journalistin Emily Toomey und sie erklärt, wie sich antifeministische Gruppierungen auf der ganzen Welt organisieren. Und im dritten Teil geht die Journalistin Vanessa Löwel darauf ein, wie wir uns gegen diese Ideologien wehren können. Our Voices, Our Choices ist ein Deep Dive in die Lebensrealität von queeren Menschen und Frauen. Es geht darum, was sie erleben und wogegen sie sich behaupten müssen. Die wechselnden Hosts und die ExpertInnen nehmen sich die Zeit, ein Oberthema von verschiedenen Seiten zu betrachten und Hintergründe zu erklären. Auf diese Weise wird beim Hören klar, von geschlechterpolitischen Themen sind zwar vor allem Frauen und queere Menschen betroffen, aber Geschlechterpolitik geht alle etwas an. Our Voices, Our Choices ist übrigens eine internationale Podcast-Reihe. Neben dem deutschen Ableger der Reihe gibt es den Podcast außerdem auf Englisch, mit eigenen Hosts und eigener Themenaufbereitung. Our Voices, Our Choices ist ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Produziert werden die Folgen vom Audio-Kollektiv. Und wer diesen Podcast hört, lässt sich gut informiert weder von alten weißen Männern noch von TERFs einschüchtern. Denn Wissen ist Macht. Das war der Podcast von Detektor FM für heute. Wenn ihr den Überblick über den Podcastmarkt behalten wollt, abonniert den Podcast auf der Plattform eurer Wahl, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Und empfehlt uns doch einem Menschen weiter, der auch nicht genug von Podcasts kriegt. Dieser Tipp kam von Alina Eckelmann. Die Redaktion haben Ina Lebetjew, Joanna Voss und Doreen Rothmann übernommen. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf. Und ich bin Caroline Breitschädel. Wir hören uns.